So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier schon wieder bei der Dorik, ist eigentlich Dorik oder Doric oder wie soll man das aussprechen? Anlegestelle. Und ich habe gerade gesehen, dass ich meinen Beherrschungspunkt freischalten kann. Der spektrale Beistand. Wenn ihr angeschlagen seid, solltet ihr eure neue Fähigkeit einsetzen, um verbliebene Gegner abzuwehren. Sehr gut. Vielleicht stirbt man dann nicht so schlecht, nicht so schnell. Gott sei Dank hatte ich auch noch ein paar Beherrschungspunkte. Und dann gehen wir mal zum lieben Logan Thackeray zurück. Gucken, was der hier so macht. Komm schon. So, nicht, dass wir hier auf dem Weg irgendwie angeschlagen werden. Ja, hier, das müssen wir auch noch fertig machen. Das haben wir einfach voll ignoriert vorher. So, Logan. Ja, wir sind in einem Stück zurück. New Loamhurst. Okay. Gut. Dorik sehen wir sie ja abgeschlossen. Was haben wir denn eigentlich hier noch an Erfolgen? Das wollte ich eigentlich auch nochmal nachschauen. Chronik. Dum, 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 dum. Der Kopf der Schlange. So, oh, hier habe ich noch gar nicht alle geholt. Bei lodernde Flamme. Oh ja. Die Aurin. Erfolge habe ich noch nicht gemacht. Peinlich, peinlich. Die anderen habe ich alle gemacht. Findet Königin Jennas entlaufene Katze Shadow? Ah, okay, interessant. Die hatten wir ja vorher schon getroffen, als wir in die falsche Instanz reingejoint sind. So, ich will die jetzt gar nicht alle durchlesen, aber es sind jede Menge. Ich meine, das spoilert schon immer so ein kleines bisschen. Aber auf der anderen Seite kommen dann ja sicher auch noch ein paar Instanzen oder so. Findet die Briefe von E, dem Gebiet des Doriksees. Hat es da gerade miaut? Melandros Zuflucht. Dim-dim-dim. Ach so, das sind alles noch Einsichten. Fels in der Brandung. Verteidigt wichtige Gebiete der Doric-Anlegestelle vor Angreifern des Weißen Mantels. Okay. Freundin des Waldes. Helft Geistern, die den Wald der Erntekaskaden unsicher machen, friedlich in die Nebel zu gelangen. Okay, da habe ich noch nicht alle geschafft. Das waren nur 5 von 15. Aber das sind ja auch Erfolge, die man dann bekommt, je häufiger man diese Dailies macht. Feuer löschen. Da habe ich schon ein paar gemacht. Umgeht beide Jadekonstrukte Wachposten, statt sie zu besiegen. So, Köder Weitwurf. Nehmt Köder aus den Eimern im Neuleben-Wald und bewerft die Eindringlinge vom weißen Mantel damit. Okay. Sorgt dafür, dass die Banditengeister sich nicht weiter mit Holz aus dem Holzlager davon machen. Neue Befehle von der Königin. Okay. Das habe ich noch nicht. Riesenhände. Besiegt den hohen weisen Narati und den gewaltigen Erdelementar, den er beschwört. Okay. Rätselraten. Ohne eine einzige Rätselfrage falsch zu beantworten. Hui.
Sabotage im Fort Evenia. Infiltriert und sabotiert die Operation im Fort Evenia. Okay. Aber das hätte ich eigentlich gedacht, dass ich das gemacht hätte. Ah. Vorsicht, Falle. Jetzt spoile ich mich ja sowieso ein bisschen. Ich meine, man kann ja sowieso die Erfolge erst machen, wenn man die Geschichte einmal schon abgeschlossen hat. Ich gucke jetzt gerade, wo wir hin müssen. Ah, hier. Okay. Da. Ah, da, wo wir uns verkleiden müssen. Okay, da können wir ja hier hinporten. So, und dann müssen wir ein kleines Stückchen gehen. Aber das ist nicht zu schlimm. Oh, hier gibt es dann auch noch was zu entdecken in der Ecke. Ein andermal, ein andermal. Den Kartenabschluss. Wir halten uns jetzt an die Story hier. So, diese kleinen schönen Blümchen. Und der Beschuss. Es kann natürlich sein, dass wir da jetzt nochmal wieder neu rein müssen. Die Vermutung liegt nahe. Immerhin haben wir das jetzt schon gemacht hier vorne. Wahrscheinlich hätten wir das jetzt im Zuge der Quest auch machen können. Das heißt, es macht wirklich keinen großen Sinn, die Herzen vorher zu machen. Oh. Warum greifen die denn hier an? Ein Sturm. Hm. Also das gleiche nochmal, was wir vorher schon gemacht haben. Hm. Ich frage mich, ob das jetzt eine spezielle Info vom Dieb war, also eine spezielle Antwort vom Dieb war und was andere Charaktere da gesagt hätten oder ob sie das Gleiche gesagt hätten. Das wäre eigentlich cool, wenn das unterschiedlich wäre. Okay. Schlachtpläne gestohlen, Sabotageakte begangen. Seraphensoldaten gerettet, also nochmal das gleiche wie vorher. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das war vorher irgendwie so nett, dass ich das auf dem Weg noch machen wollte und es ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir das jetzt halt nochmal, weil es die Story ist. So ist es halt, wenn man das alles blind spielt. Aber dafür sollten wir ja jetzt eigentlich sehr gut vorankommen, weil wir schon die Mega-Oberpros sind. So. Eins. Huch. Hoi, hoi, hoi. Das war knapp mit dem Jade-Konstrukt. Ja, ja, komm. Raus da. So. Einmal Schlachtpläne und ein Seraphensoldat. Oh, hier wird gerade wer angegriffen. Nö, da werde ich mich eher nicht einmischen. Das soll der mal alleine machen. So leid es mir auch tut. So, ja, der Konstrukt. Heraus da. Und schnell retten. Raus da. Sehr gut. Hier schon 2 von 5. Wunderbar. Sabotage. Nächste Stufe abgeschlossen. Und gehen wir gleich hier wieder in das nächste Gebäude rein. Boah, so viele Jade-Rüstungen, ne? Ich meine, die hier sind relativ fies. Aber ich glaube, jetzt können sie mich nicht sehen. Oder? Nee, die haben mich jetzt nicht gesehen. Das war, da war ich zu sehr auf der Seite. Auf der anderen Seite geht das, glaube ich, nicht. Weil hier... So, jetzt haben wir schon alle Schlachtpläne.
Das heißt, wir müssen nur noch die Gefangenen befreien. Das sollte ja eigentlich gehen. Hier hinter deinem Rücken, kein Problem. Zack, zack, zack. Einfach ganz schnell. Hier ist noch ein Gefangener. Vielleicht schaffen wir den dann auch. Da rede ich nur einfach um. Liebe Klerikerin. Yes. Genau, solange die sich umdrehen. Das, das war knapp. Sabotageakte. Ah, okay, das muss ich auch noch machen. Das heißt, ich muss hier dann trotzdem noch mal das Essen vergiften, denke ich. Hoffentlich kommt da jetzt keiner um die Ecke. War das kein Sabotageakt? Warum war das jetzt kein Sabotageakt? Kannst du mir das verraten? Das hat jetzt gezählt. Ha. Hat das vielleicht vorher nicht geklappt oder so? Weil das ist nicht vergiftet hier. Versuchen wir das nochmal. Ah, jetzt hat es geklappt. Sehr gut. Dann fehlt uns nur noch eins. Oh. Hier ist noch eins, aber die stehen relativ offen. Wobei eben, wenn die da weggucken, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Drehe ich nur nicht um jetzt. So. Kehrt zum Agenten der glänzenden Klinge zurück. Das war doch super schnell. Und wieder raus. Wie viele Quests hier sind, ne? Schon wieder ein Event. Eskortiert die quaggernden Flüchtlinge an ihre Ziele. Huch, das war das falsche Tor, auf das ich dazu gehalten habe. Hier geht's raus. Und schon wieder so eine Kanone. Aber ich möchte jetzt eigentlich lieber mit der Story weitermachen. So. Huch. Ein ziemlich solider Busch. So, die Sabotage in Fort Evenia haben wir schon abgeschlossen. Sehr gut. Okay, sprecht mit Logan im Kommandeurszelt an der Dorik Anlegestelle. Das ging jetzt wirklich sehr schnell. Oh, da können wir uns die Sehenswürdigkeit noch holen. Also das Vista. Ich glaube, da düse ich mal ganz kurz hin. Da oben. Da muss ich ja wahrscheinlich nur auf den Turm hier rauf. Das ist ja nicht so weit. Das kann ja nicht das große Problem sein. Das machen wir einfach. So. Der Feldwebel Cray Cray. Oh, warum breche ich das ab? Das könnte ich ja auch eigentlich nochmal anlassen. So. Ach, ich habe so Angst, dass ich mein Getränk umschütte. Goodie, dann quatschen wir mit dem lieben Logan und gucken, was der zu sagen hat. Hier kann ich auch Feuer löschen. Gibt es hier irgendwo Wassereimer? Also mit dem Feuer löschen ist ja eigentlich das, was am einfachsten. Oh, jetzt brenne ich hier schon wieder. Gibt es hier irgendwo was zum Feuer löschen? Habe jetzt gerade nicht gesehen. Sagt mal Bescheid, falls ihr da irgendwo Wassereimer seht. Dann gehe ich hier einfach Feuer löschen. Ah, hier. Wassereimer holen. Wir machen das jetzt einfach noch auf dem Weg. Das ärgert mich so, dass das Herz da noch nicht abgeschlossen ist. Ups. Ich brenne. Schnell alles löschen, alles löschen. So, immerhin schon zur Hälfte. Ich meine,
diese Rationen da zu den hungrigen Seraphen zu tragen, ist ja auch irgendwie die blödeste Aufgabe, die es gibt. Ich meine, klar, man kann die Leylinie hier verwenden. Ha! Vivi Henny! Willkommen zurück. Wir sind hier gerade wieder beim lieben Thackeray, Komma Logan. So, den Wassereimer tun wir mal weg. Oh, good work, Commander. Ja, den sollten wir nämlich auch nicht vergessen. Den lieben Cordicus. Oder, wie ich so gerne sage, Caudecus. Es ist immer so ernst irgendwie. Jo, ciao, Logan. Okay, schließt Events ab, besiegt feindliche Truppen und helft den Anwohnern des Doriksees, während sich die Seraphen für den finalen Angriff auf Codecus Anwesen rüsten. Kampfbereitschaft der Seraphen Armee. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich das finale Event da mal machen. Muss ich da jetzt. Hat das mit dem Timing von der Karte zu tun, frage ich mich. Oder muss ich da einfach jetzt so lange Events machen, bis der grüne Balken voll ist? Ich meine, wir nehmen mal die Leylinie darüber. Das sollte eigentlich einigermaßen gut gehen. Meine Nase kitzelt schon wieder so. Nein! Yay! Leylinie. Oh, cool, ich kann hier meine Sachen im Flug verwenden. Das sind andere. Nein, das ist das gleiche. Nice. Oh, wie cool. Ich kann hier meine Flugsachen verwenden. Oh, das ist nice. Gott sei Dank haben sie das hier drinne gehabt. Ma, da bin ich froh. Oh, Orichalkum-Erz. Ja, bitte, einmal. Her damit. Also, es geht darum, was ich mache. Okay, boah, da habe ich ja noch wirklich überhaupt nicht viel gemacht. Das finde ich ein bisschen einfallslos, ehrlich gesagt. Das ist doch wirklich ein bisschen einfallslos. Und was jetzt auch passiert ist, ist, meine Ration ist wieder weg hier. Ich weiß wirklich nicht, wo es am besten ist, um hinzugehen, um diese Seraphen zu füttern. Weil da in der Nähe von dem Ding sind ja keine. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich welche gesehen hätte, jedenfalls. So, dann gucke ich mal. Da ist aber auf jeden Fall noch ein anderes Feuer. Vielleicht kann ich das wieder löschen. Ich meine, da sind noch Schiffbrüchigen Rationen. Ach ja, und in der erhaltet Informationen von Spähern. Okay. Boah, was ist denn schon wieder mit meiner Nase? Ich bin ja mittlerweile schon überzeugt, dass ich eigentlich gar keine Erkältung habe, sondern irgendeine Allergie. Und ich weiß nur nicht, was es ist. So, jo, wir machen das mit dem Wasser jetzt denn hier erstmal klar. Am unteren Ende der Promenade, danke. Diesmal habe ich auch danach gefragt. Das ist dann super lieb, wenn ihr mir aushelft. Ah. Ach cool, da habe ich gerade zwei Erfolge bekommen, weil ich glaube, weil ich so viel Feuer gelöscht habe. Am unteren Ende. Dann gehe ich doch mal dahin und guck einfach mal. Meine Nase kitzelt, was zur Hölle? So, da ist wieder ein Blutstein, Typi.
So, okay. Oh ja, da, danke, sehr gut hier. Friss oder stirb. Okay, das sind jede Menge. Oh, aber immer dieses Lauf dahin, hol das und bring das dorthin. Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt bis jetzt die Karte von dem neuen Kapitel, die am einfallslosesten ist. Dass ich jetzt hier auch einfach nur tun muss. Also zumindest von der Story, ja. Ich meine, die Events und die Herzen können ja irgendwie ganz nett sein. Auch wenn die auch nur irgendwie so 0815 sind. Aber dass die Story überhaupt keine Sequenz hat bis jetzt. Ich hoffe, dass dann da noch was irgendwie mega riesiges, tolles, cooles kommt. Was ich hoffe und glaube, dass es das so ist. Bitte nichts sagen. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das ist doppelt ärgerlich, wenn ich dann den weiten Weg laufe und das nicht funktioniert. Wie? Wieso renne ich denn neu? Ach, kann ich mit dem einen mehrfach. Ah, ich kann das Ding mehrfach verwenden. Aber es war jetzt weg zweimal. Ha. Schauen wir mal. Okay, es war nicht weg. Vielleicht habe ich es weggeklickt. Naja, diesmal hat es funktioniert. Okay, gut. Dann hätten wir es auch geklärt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt für jedes Mal neu laufen. Aber da bin ich einfach vom schlechtesten ausgegangen. So, hier ist noch einer. Kollege. Oh ja, das geht schnell. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Vielleicht sind hier noch welche. Wobei ich glaube eigentlich nicht. Gibt es hier noch was zu sehen? Das sieht schon cool aus irgendwie hier. Nö, hier sind keine mehr. So ein paar waren da ja unten auch noch drin. Ja, wir gucken einfach mal, ob wir hier unten vielleicht noch irgendwas mitnehmen können. Tim, 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 tim. So, was machen wir jetzt hier mit den schiffbrüchigen Rationen? Ist das gleiche, oder? Gibt es da aber auch kein Ab. Okay, da gibt es keine XP für, wenn man die einsammelt. Das ist irgendwie schade. Und zurück. Mal sehen. Vielleicht kann ich die ja schon wieder füttern. Eventuell geht das ja. Kann natürlich auch sein, dass sie sich noch nicht wieder resettet haben. Oh. Jetzt beschwer dich nicht auch noch. Okay, jetzt war sie aber weg. Jetzt war sie wirklich weg. Ich bilde mir das nicht ein, dass sie manchmal weg ist. Und die. Oh, jetzt kommt schon wieder dieses Blutsteinfragment. Nein. Aber da hinten können wir bestimmt wieder ein Feuer löschen. Jetzt habe ich hier ganz schön viel fiese Debuffs eingefangen. So. Her damit. Na, haben wir noch irgendwo ein Feuer? Okay, da oben brennt das Dach. Ich glaube, da komme ich aber nicht dran. Aber hier können wir auf jeden Fall löschen. Vielleicht diesmal ohne, dass ich. Ah, sehr gut, schon fertig. Wunderbar. Aber das hat jetzt irgendwie gefühlt keinen Fortschritt hier gegeben. Das heißt, ich werde vielleicht einfach mal gucken, wo die sind, wo hier die Kommis sind. Und mich da anschließen. Vielleicht dort.
Ich gehe mal dahin. Weil das sollte eigentlich dann wahrscheinlich am schnellsten gehen, wenn ich mich den Kommis anschließe, dass ich dort einfach mitmachen kann. So. Dumdi-dumdi-dumdi-dum. Jetzt darf ich nur hier in die Minen nicht reinlaufen. Pam, padam, padam, padam. So. Und jede Menge Mesmer-Veteranen. Okay, hier sind ganz schön wenig Spieler. Jedenfalls nicht konzentriert auf den Kommi. Ich guck mal, ob ich zum anderen Kommi hinkomme. Da ist noch ein Belagerungsmeister Immelhof. Okay. Weil hier auf der Seite war ich nämlich noch nicht. Okay. Der sieht speziell gefährlich aus. Ah, und schon wieder ein Wirbel. Und down. Oh. Siegel der Qual. Eure Angriffe stehlen Lebenspunkte. Das ist ja sweet. Schon wieder. Da habe ich jetzt wahrscheinlich. Oh ja, da habe ich ewig Timer drauf. Oh, ich glaube, das werde ich nicht überleben. Ah, wobei, doch, ich werde geretzt. Dann retzen wir hier auch gleich mal den Commander. Beziehungsweise der Commander retzt da gerade. Es macht ja einfach so oft keinen Sinn, da im Nahkampf dran zu gehen, ne? Das ist einfach so ärgerlich. Das ist so ärgerlich als Dieb, dass du eigentlich bei solchen Mobs die meiste Zeit nicht dran stehen kannst. Genau, das habe ich mir gerade dann gedacht, dass ich eher Events machen muss. Deshalb bin ich jetzt dann zu den Kommis hingelaufen. So. Komm schon. Sei nicht schüchtern. Kill den Mob. Nein, schon wieder down. Das sieht cool aus. Und dann habe ich Life Leech. Oh, da kann man noch jemanden retzen. Ah, und immer nur down, down, down. Und im absoluten. Oh, was? Hat das jetzt schon. Oh, krass, das hat jetzt schon das Update gegeben. Das hat jetzt schon genug Erfahrung gegeben. Ich retze mal hier noch. So, das hat ja richtig viel Erfahrung gegeben. Ach nein, okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das hätte jetzt alles gegeben. Das wäre irgendwie krass gewesen, oder? Oh nein, der weiße Mantel hat die Erntekaskade erobert. Das ist nicht gut. Das heißt, wir haben hier richtig rumgefailt. Ah, guter Tipp. Danke. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht noch. Oh ja, ich wusste doch, dass man da noch was aufdecken kann. Wächtersee entdeckt. Und da ist noch ein Beherrschungspunkt. Dumdi-dumdi-dumdi-dum. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge an dieser Stelle und ich werde einfach in der Zwischenzeit genug Events machen, damit ich in der Story auf den nächsten Step komme und wir sehen uns dann wieder, wenn das soweit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.